mit Feedback-Kultur zum Wachstum. Wie das funktioniert, wissen unsere heutigen Gäste, Elke Katharina Meyer und Thomas Achim Werner. Sie sind Experten für Positive Leadership und Inhaber von Positivity Guides. Frau Meyer, Herr Werner, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Und wir haben ein paar sehr interessante Themen heute vor uns. Und ja, ich freue mich sehr, mit Ihnen tiefer einzusteigen. Frau Meyer, wir starten gleich einmal direkt. Es geht um Kommunikation in Teams. Und zu den Aufgaben von Führungskräften gehört es, die MitarbeiterInnen in Teams ja auch nach Feedback zu fragen, nach der Arbeitsleistung dieses Feedback auch einzuholen. Sind denn regelmäßige Feedback-Gespräche in Teams durch Führungspositionen wirklich ausschlaggebend für den Erfolg des Teams und daraufhin natürlich für das Unternehmen? Auf jeden Fall. Mhm. Feedback zu erhalten ist unglaublich wichtig. Vor allem für Kopf- und Kreativarbeiter ist es so notwendig, weil es uns eine Orientierung gibt. Es ist quasi eine Leitplanke, ob ich auf dem Weg bin, auf dem ich sein soll. Bei jemandem im Handwerk ist das einfacher. Der schließt eine Waschmaschine an, drückt auf Knopf, Waschmaschine geht. Der hat unmittelbaren Feedback durch das Produkt, was er gerade angeschlossen hat. Und bei Projektmanagern, Menschen, die kreativ arbeiten, sieht man manchmal erst 6 Monate, 9 Monate später, ist das, was ich gemacht habe, im Ziel. Und insofern ist es sehr wichtig. Es ist im Grunde die kleinste Einheit von Personalentwicklung. Also wenn es darum geht zu gucken, wie sorge ich dafür, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass Menschen die Aufgaben, die sie gut machen, besser machen, Fehler ausmerzen, die sie machen, dann ist Feedback das eine Instrument der Wahl. Mhm. Herr Werner, in vielen Unternehmen gibt es jährliche Feedback-Gespräche. Muss ich das als Führungskraft explizit vorbereiten oder mache ich das spontan? Also erstens empfehlen wir ja immer deutlich engere Zyklen für Feedbacks. Diese jährlichen Gespräche sind in vielen Unternehmen so das Mindeste in so einer alten Unternehmenskultur, wo nicht so klar ist, wie viel Feedback gibt es, wie oft bekommt man Feedback. Wenn ich mir so jüngere Generationen angucke, die sind im Grunde so im Instant-Messaging-Zeitalter aufgewachsen und die erwarten unmittelbar, nachdem sie etwas gemacht haben, ein Feedback. Die erwarten das sofort. Ich habe eine Aufgabe übernommen, ich möchte wissen, wie war diese Aufgabe, wie funktioniert diese Aufgabe, wie habe ich das gemacht, was kann ich vielleicht auch besser machen. Also das jährliche Feedback, was es gibt, das ersetzt auf keinen Fall das unbedingt erforderliche, regelmäßige, häufige Feedback. Wenn man jährliche Feedbackgespräche macht, dann ist das unerlässlich, die gut vorzubereiten. Mhm. Weil sonst eben sehr, sehr viele verschiedene Gefahren dabei drohen, was alles dabei schiefgehen kann. Bei vielen Unternehmen sind die so negativ verankert. Die Führungskräfte haben nicht viel Lust darauf, die Mitarbeiter haben nicht so viel Lust darauf. Und da kann man durch eine gute Qualität der Vorbereitung schon sehr, sehr viel entgegenwirken. Also eine Sache, Sie sprachen das an, ist die Vorbereitung. Gibt es unterschiedliche Methoden. Ich habe eine Datei für meine Mitarbeiter, wo ich so über das Jahr das einfach einführe. Ich weiß von großen Konzernen, mit denen wir arbeiten, die haben Online-Tools, wo man so diese Beobachtungen das ganze Jahr schon hineinpflegen kann, damit man dann für das Feedback wirklich so mit Substanz und Fakten und Objektivität, möglichst viel Objektivität in das Feedback gehen kann. Und dann können Mitarbeiter das auch besser nehmen. Mhm. Frau Meyer, wenn ich keine Lust dazu habe und mich dazu on top auch nicht vorbereite, was sind denn im schlimmsten Fall die Folgen dann aus so einem schlecht organisierten Feedbackgespräch? Was wir bei unseren Kunden manchmal erleben, ist, dass die Feedbackgespräche zu einem fahlen Standard werden, dass es geschwafelt wird und die Mitarbeiter denken, okay, die Jahresgespräche stehen wieder an, können wir uns eigentlich auch sparen? Und das ist total schade, weil da so viel Chance drin ist. Und wichtig ist es in den Gesprächen, das dockt ein Stück an die Vorbereitung an und gleichzeitig ist es eine Ergänzung, dass die Führungskräfte bestimmte Formeln benutzen, wie sie Feedback gut formulieren können, sodass es unterstützend wird, sodass ein Feedback, wo jemand besser werden soll, wirklich zu einem wertvollen Entwicklungsfeedback werden kann und aber auch ganz klar und konkret angesprochen werden kann, was gut ist. Mhm.
Herr Werner, das ist, man nennt es immer so ein bisschen diese deutsche Fehlerkultur. Viele Mitarbeitende kennen das. Es kommt lange gar kein Feedback. Aber wenn was schief geht, dann kommt definitiv das Feedback in Form der Kritik, der negativen Kritik. Mhm. Beziehungsweise wird Feedback gegeben, wenn es so ein bisschen von der Arbeitsleistung oder wenn man von der Arbeitsleistung abweicht und nicht mehr so wirklich der Norm entspricht. Was macht denn dieses Fokussieren auf negatives Feedback mit der Psyche, mit der Arbeitsweise, mit der Denkweise von Mitarbeitenden? Wenn negatives Feedback ist, das einzige Feedback ist, was kommt, dann hat das eine ziemlich klar negative Wirkung auf die Menschen. Wir als Menschen brauchen einerseits, wie Frau Meier das gerade sagte, diese Bestätigung zu sagen, wo sind wir auf dem Pfad, wo sind wir richtig und nicht nur, wo sind die Leitplanken. Und Feedback weist uns auf die Leitplanken hin. Bei Feedback kriegen wir mit, was nicht geht, was falsch ist. Und Feedback ist daher in vielen Unternehmen verbrannt und in vielen Kulturen ist das auch so. Wenn man dann sagt, darf ich Ihnen mal ein Feedback geben, dann zucken die Leute zusammen und ducken sich am liebsten weg. Das heißt, damit negatives Feedback konstruktiv und positiv wirken kann, braucht das gewisse Voraussetzungen. Und Sie sprachen die Psyche an. Als Menschen brauchen wir Bestätigung, wir brauchen Anerkennung. Wir wollen so das Gefühl haben, wir leisten einen Beitrag, wir tun etwas Wertvolles. Und gerade eben bei Wissenskreativ- und Kopfarbeitern fehlt eben das Unmittelbare. Das heißt, dann ist ohne Feedback, wissen wir nicht, sind wir auf dem richtigen Weg. So, das heißt, wir brauchen, aus der Beziehungsforschung gibt es da Ansätze zu und aus der Emotionsforschung auch, ein Verhältnis von ungefähr 3:1 bis 5:1. Von positiven zu negativen. Das heißt, wenn ich Feedback gebe und ich gebe Ihnen jetzt ein Feedback, wie toll das Gespräch war, wie toll das Briefing war, wie toll die Einleitung war, und dann gebe ich Ihnen noch ein Feedback zu einem anderen Thema und noch ein weiteres, dann kann man das Negative auch mal nehmen. Ansonsten kommt so typischerweise so die Frage, ich sage Ihnen was Gutes und Sie haben sofort so dieses Aber. Ja, man glaubt das dann gar nicht, man will das nicht nehmen. Und eine gute, konstruktive Feedback-Kultur setzt eben voraus, dass es diese psychologische Sicherheit gibt, dass man ein Vertrauen hat und dass auch so die positive Absicht hinter dem Feedback da ist. Also zu sagen, ja, pass auf, nicht vor die Leitplanke fahren, da ist der Pfad. Und ich gebe dir als Führungskraft auch noch eine Idee oder einen Vorschlag oder eine Anregung mit, wie du auf dem Pfad bleiben kannst. Und dann ist auch negatives Feedback wertvoll und sinnvoll. Sonst ist es eher destruktiv. Mhm. Bleiben wir einmal dabei, Frau Meier. Wir haben gerade erfahren, vielleicht auch im eigenen Leib selber schon gespürt, dass negatives Feedback einfach schädlich ist. Tut mir nicht gut und ich weiß auch nicht, ob es wirklich motiviert, besser zu werden. Was meinen Sie als Vertreterin der positiven Psychologie dazu? Was bewirkt denn auf der anderen Seite positives Feedback? Positives Feedback ist genauso wichtig oder im Verhältnis 3:1 sogar ein Stück wichtiger als das negative Feedback. Und ich vermute, Sie kennen diesen Satz nicht, gemeckert ist genug gelobt. Und das stimmt nicht. Menschen brauchen diese Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, um in einen persönlichen Wachstum zu kommen. Also beim negativen Feedback geht es darum zu gucken, wo sind Fehler, die besser gemacht werden können. Und wo ist etwas, was so mittelmäßig und gut ist, vielleicht sogar gut, wo wir noch besser werden können. Und positives Feedback ist eine Bestätigung von dem, was wir schon jetzt richtig gut machen. Und häufig wissen wir das selber gar nicht. Menschen möchten in der Regel einen guten Beitrag bringen zu dem System, in dem sie arbeiten oder leben. Die Rückkopplung ist das, was ich mache, gerade nützlich für mein Team, meine Führungskraft, meinen Kunden, mein Unternehmen. Die brauche ich auch beim Positiven. Und wenn ich mir auf die Schulter klopfe und denke, tschakka, gut, weiter so. Möglicherweise geht es dann darum, wie kann ich das noch mehr in den Wachstum bringen, um sogar noch besser zu werden. Okay, Herr Werner, dann vielleicht abschließend, um unseren Zuschauern auch so ein paar Wegweise an die Hand zu geben. Was kann ich denn als Unternehmen tun, um meine Führungskräfte dabei zu unterstützen, eine positive Feedback-Kultur zu implementieren oder bestenfalls auch voranzutreiben? Also was Sie definitiv tun können, ist üben, 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 tun, tun, tun. Mhm. Und zwar auf die richtige Art und Weise. Und es gibt eben viele Unternehmer, ich kenne ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung, als ich noch im Venture-Capital-Bereich tätig war, hatte ich einen Kollegen, der auch mein Vorgesetzter war. Und am Anfang fand ich das total verwirrend, weil ich aus meiner Bankzeit davor nur diese Jahresgespräche kannte, die auch immer nur eine Qual waren. Und wir haben uns nach jeder komplizierten Verhandlung haben wir uns zusammengesetzt und haben uns gesagt, was haben wir heute gut gemacht, was hat funktioniert
Und das ist dann das Lösungsorientierte am negativen Feedback, weil in das Negative zu gucken bringt nicht viel, wenn ich es nicht übersetze in eine Lösung. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was hat gut funktioniert, was haben wir gut gemacht, was war sinnvoll, was machen wir beim nächsten Mal wieder. Und mir ist dabei durch das positive Feedback oft erst klar geworden, was ich eigentlich Gutes gemacht hatte. Und meinen Kollegen auch. Und dann zu sagen, und bei dem Punkt, beim nächsten Mal gucken wir noch, wie wir unseren Gesprächspartner besser in unsere Argumentation eingliedern können. Finde ich einen schönen Abschluss. Und was man eben tatsächlich dann machen kann, ist schulen. Es gibt Formeln, es gibt bestimmte Ansätze für Feedback. Und wir machen das in unseren Seminaren, dass wir bestimmte Arten des Feedbacks den Menschen nahebringen, sie üben lassen, sie das erfahren lassen und eben auch mal die Führungskraft erfahren lassen. Wie ist das denn, wenn ich mal positives Feedback bekomme? Weil Führungskräfte leiden auch an einem Mangel an Feedback. Wir haben ja sehr viel diese mittleren Führungsebenen und die brauchen Feedback, um zu wissen, sind sie auf der richtigen Spur. Weil Führen ohne Feedback ist Führen im Blindflug. Und Führungskräfte brauchen Feedback, genauso wie die Mitarbeiter. Guter Punkt. Deswegen wollte ich gerade sagen, schöner Abschluss, dass es so positiv endet. Und ich hoffe, dass wir ZuschauerInnen, Unternehmen inspirieren konnten, doch mehr Feedback zu geben, mit positivem Feedback gerne anzufangen. Und dann, wie wir heute gelernt haben, kann auch gerne das Kritische hinterherkommen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Vielen Dank.